So, und ich freue mich jetzt auf einen Mann, der gezeigt hat, dass Fußballer ganz schön flexibel in ihren Hüften sein können. Er reüssiert nämlich nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf dem Tanzparkett und ist der diesjährige Gewinner von Let's Dance. Hans Sapai ist bei uns. Hans, du hast deinen Fans was versprochen, wenn du gewinnst bei Let's Dance. Du würdest auf dem Rathausbalkon von Gelsenkirchen und Köln tanzen. Ist das schon geschehen? Auf dem Rathausbalkon von Gelsenkirchen und Köln. Das ist leider noch nicht geschehen. Ich hatte bis jetzt keine Zeit, weil die Anfragen so gekommen sind wie hier. Bei 3 nach 9 musste ich hier natürlich hin und konnte jetzt nicht auf dem Rathausplatz. Aber es gibt ja noch, ich habe noch viel Zeit und da werde ich das noch erledigen auf jeden Fall. Wie war das denn bei Let's Dance? Ihr wart ja schon Konkurrenten auch immer, ihr Teams gegeneinander. War das trotzdem so ein Mannschaftsgefühl wie beim Fußballverein? Oder wart ihr tatsächlich so, dass ihr geguckt habt, oh nee, der macht den Tanz jetzt besser, das wird schwierig für uns mit der Jury, mit den Anrufern. Wie viel Konkurrenz war da? Ja, für mich, ich habe das Gefühl gehabt, dass wir nicht so Konkurrenten waren. Eigentlich, wir waren eher so wie eine Familie, eine große Familie. Jeder wollte natürlich gut performen und die anderen haben alle unterstützt. Wir waren wirklich hinter jedem Einzelnen, wenn er getanzt hat und wollten, dass jeder das Beste rauspackt einfach. Und weil, ich glaube, die ganzen Leute, die das gesehen haben, die haben eben nicht gesehen, wie wir Woche für Woche hart trainiert haben, wie anstrengend das war. Und deswegen wollte eigentlich jeder, dass der andere echt gut performt und die Zuschauer und die Jury das erst dann entscheidet. Ihr habt ja immer nur eine Woche Zeit gehabt, um euch auf den nächsten Tanz vorzubereiten. Jetzt bist du ja Sportler, bist wahnsinnig trainiert, kannst auch gut tanzen. Hast du am Anfang gedacht, ey, ich habe echt die Chance, das zu gewinnen, das zu reißen? Nee, am Anfang habe ich gedacht, ich trainiere 3-4 Stunden am Tag, dann rock ich das irgendwie, beweg mich so ein bisschen, dann funktioniert das irgendwie schon. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich gewinnen kann. Ich war, am Anfang habe ich gedacht, okay, auf jeden Fall nicht als Erster ausscheiden. Das ist das Wichtigste. Aber nach der ersten Show war es natürlich schon so, dass man dann in so eine Favoritenrolle reingeschlüpft ist und der Druck dann auch gestiegen ist. Und man musste jede Woche für Woche performen. Ich wusste von Anfang an, dass ich Rhythmus im Blut habe, aber ich habe noch nie Standard getanzt oder Latein getanzt, wirklich mit einem Partner und Haltung, die Hände hoch und alles mögliche, Kopf gerade, strecken. Gibt es so viele Regeln, so wahnsinnig viele, oder? Sehr viele, wirklich? Wenn man sich das anschaut, dann sieht man das ja gar nicht, denkt man, ach, das kann ich auch, das ist ganz einfach, das geht schon. Aber das Ende vom Lied war so, dass wir jeden Tag 8-9 Stunden in der Tanzschule waren, morgens hin und abends wieder raus und ich nichts anderes gesehen habe als die Tanzschule. Wusste nicht, ob es draußen regnet, die Sonne scheint oder irgend sowas. War mehr unterwegs mit meiner Tanzpartnerin als mit meiner Familie. Aber das habe ich mir vorher so nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, 3-4 Stunden am Tag, dann komme ich damit irgendwie weil zurecht. Weil du gut trainiert bist und es schon so ein bisschen kannst? Oder hast du gedacht, du hast Vorteile? Nee, nicht deswegen. Ich habe nicht erwartet, dass das so anstrengend ist und so intensiv, dass man wirklich so hart daran arbeiten muss, an diese ganze Choreo und den Schritten und was da alles gekommen ist. Hab das, ich würde nicht sagen unterschätzt, aber Tanzen ist Sport. Wie viele Wochen war das eigentlich insgesamt? Ja, insgesamt 4 Monate. 4 Monate? Und drei Monate die... Die Show und einen Monat vorher die Vorbereitung. Wir haben jeden Tag trainiert und dann hast du immer nur den Samstag hattest du frei. Nur den Samstag. Sonntag wieder trainieren? Ja, Sonntag wieder trainieren. Und finanziell gelohnt? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich mehr verlangen müssen. Ja, okay. Wie lange probst du denn für Deichkind? Ihr macht ja auch Tanzperformances, ne? Ja, wir proben auch so, ja, also nicht so lange. 5 Wochen im Allgemeinen proben wir vor der Tour. Mhm. Ja. Und fast straight up nur Choreo. Ja, ist auch richtig akrobatisch, was ihr da auch macht teilweise, ne? Mit Trampolinen. Ja, das. Ja. Ja. Und keiner von uns hat eine Ballettausbildung oder irgendwie sowas. Machen wir es trotzdem. Ja. Also. Dann sähe es auch nicht so cool aus, ich weiß nicht. Wie behältst du die Choreo? Einfach indem ihr das so oft... Man schreit sich gegenseitig so oft an. Und, wir sind alle emotionale Fracks, bevor die Tour losgeht. So. Aber dann haben wir es auch drin. Und meistens ist es halt 4 Wochen Choreo.
und sehr imaginär. Also wir haben das ganze Bühnenbild nicht vor uns, sondern in einer Turnhalle, sag ich mal. Ja. Und dann eine Woche lang noch Blackbox Music Berlin. Das ist so eine Intuition, wo man auf einer Bühne alles nochmal aufbauen kann und dann nochmal eine Woche lang im Endeffekt alles proben kann mit den Abläufen. Das ist ja bei euch ähnlich, ne? Ihr übt da ja im Tanzstudio und der ganze Glamour, die Kostüme, das Licht kommt dann ja erst bei den Shows. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du deine Tanzpartnerin öfter gesehen hast als deine Familie. Es gab ja große Gerüchte in der Boulevardpresse, dass ich da eine Affäre entspannt habe zwischen euch beiden. Das hat euch natürlich Aufmerksamkeit gebracht, ne? Weil die Leute müssen ja auch anrufen für euch. Aber es hat ja sicherlich auch für Diskussionen gesorgt zu Hause, oder? Was hat deine Frau dazu gesagt? Die fand das mit Sicherheit nicht so cool, ne? Ich glaube, keine Frau findet das cool. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass es eine Tanzshow ist, dass ich mit meiner Partnerin schon sehr nah eng tanzen muss. Schon wieder nahe. Ja. Also. Und nicht breit. Na gut. Ja, und meine Frau natürlich, meine Frau ist Schauspielerin, die weiß ganz genau, dass das natürlich so ist, dass ich so tanzen muss. Und es war nicht schön, aber sie hat mir vertraut und wir haben das beide, die Zeit haben wir geschafft, das zu überbrücken. Natürlich, man muss viel Vertrauen haben miteinander und das war einfach so bei uns. Was nimmst du jetzt mit aus der Show? Also kannst du jetzt wirklich tanzen, wenn dir jetzt jemand sagt, mach mal jetzt einen Walzer oder einen Cha-Cha-Cha? Oder lernt man nur wirklich diese eine Choreografie, die ja eigentlich letztlich mit dem nichts zu tun hat, was man auf einer normalen Tanzfläche macht? Weil diese Hebefiguren, und das kann man ja beim Presseball vielleicht nicht unbedingt oder bei irgendeinem anderen Ball, Schützenfest oder so, vorzeigen. Ja, grundsätzlich lernt man ja die Grundschritte. Und die Grundschritte kann man, glaube ich, überall tanzen mit jedem. Aber was heißt tanzen? Ich war jetzt 4 Monate, habe ich sehr intensiv immer Choreos getanzt. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, ich kann jetzt Standard tanzen oder Latein tanzen. Ich glaube, ich habe wirklich für diese Show das Beste gegeben. Oh ja. Ich kann mit meiner Frau, glaube ich, jetzt tanzen. Und wie ich glaube, jede Frau immer sich wünscht, dass der Mann mitkommt irgendwie in die Tanzschule. Jetzt ist es einfach so, dass es vorbei ist und ich mit meiner Frau weiter tanzen werde auf jeden Fall und ihr auf jeden Fall das, was sie sich immer erhofft hat, auch geben werde, indem wir jetzt nicht zu irgendeiner Tanzschule gehen werden, uns Privatstunden nehmen und irgendwas lernen. Ich weiß noch nicht was. Ich glaube wahrscheinlich, dass das Salsa sein wird, weil meine Frau Salsa liebt. Aber ich bin einfach glücklich, dass ich schon ein bisschen weiter bin als meine Frau. Vorher war es andersrum. Ich stell mir gerade vor, wie Hans Lapa in die Tanzschule kommt und dann mal mittanzen möchte, was dann da los ist. Sag mal, wenn du sagst, du so ein paar Grundschritte und so, hast du jetzt durchaus auch drauf. Wir haben ja gerade mit Frau Klöckner den Weintest gemacht. Deswegen würden wir vorschlagen, dass wir mit dir jetzt auch einen kleinen Tanztest machen. Ja. Du dürftest dir quasi jetzt ein Opfer aussuchen. Drei Frauen sind hier, es muss keine Frau sein. Ein Opfer würde ich jetzt nicht sagen. Aber weil wir den Weintest ja hatten, dann würde ich Frau Glöckner natürlich. Ja. Darf ich erbitten, Frau Klöckner? Alles fürs Land. Alles fürs Land. So, wir hätten da einen kleinen, langsamen Walzer vorbereitet für Sie beide. Hey, ist das lange her. In einer sehr schönen Version. Wir hören nämlich jetzt den Song von Shades of Grey. Das macht dann besonders viel Spaß. Frau Klöckner, Herr Sapai im langsamen Walzer. Bitte schön, let's dance! Never been used. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you're all expensive. Cause I hate when you're all expensive. I care for you. I'm a care for you. Yeah. Screw you, perfect.
stimmte die Versuchsanordnung, das war großartig. Schön. Bravo. Le Floyd, daraus kann man auch einen Hit machen, viral, oder? Wenn Frau Klöckner jetzt mal Kanzlerkandidatin wird, dann geht das möglicherweise durchs Netz. Achtung, dann ja. So ein Shades of Grey. Dann, also ich würde sagen, Bundeskanzlerin featuring Hans Sapai, Shades of Grey, ist ein super Video. Aber jetzt ganz wichtig. Wir haben im März nächsten Jahres eine wichtige Wahl, Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Ja, großartig. Ich fühle mich sehr wohl im Land. Frau Klöckner, wie war es denn mit Hans Sapai? Sein, ja, jetzt die Frage, ob er jetzt daheim wieder Probleme bekommt. Also er ist nicht zu intim. Also wunderbar, man mag, dass er gut führen kann. Und ich kenne wenige Männer, die tanzen können. Insofern ist... Oh, da lacht einer, der wahrscheinlich. Insofern wunderbar. Ich glaube, er hat wirklich zu Recht gewonnen. Danke schön. Wie war denn jetzt dieser kurze Moment mit Frau Klöckner? War sie Wachs in deinen Händen oder hatte sie die Tendenz zum Führen? Ja, das habe ich mir auch vorher gedacht, weil normalerweise, ich glaube, dass sie schon immer führt. Und beim Tanz ist es natürlich so, dass der Mann Chef ist, immer führt. Immer ja, ein. Das haben Sie geglaubt. Das war das Erste, was ich gelernt habe, dass der Mann echt Chef ist beim Tanzen. Er führt und manchmal ist das ja im Haushalt immer, weiß man nicht wirklich, wer wirklich die Hosen anhat. Da ist ja immer verschieden. Und beim Tanzen ist das so, dass der Mann die Nummer eins ist, also geht alle tanzen. Letzte Rückzugsort, oder? Letzte Aber das ist normalerweise, wie war es mit ihr? Hat sie die Tendenz zum Führen gehabt, oder? Nein, gar nicht. Sie hat nee, jetzt für den Tanz hat sich wirklich in meinen Arm reingelegt und hat sich führen lassen. Daran merkt man, dass sie weiß, worauf es da angekommen ist beim Tanzen. Und dass es für Rheinland-Pfalz reicht. Und dass sie weiß ganz genau, was sie tut. Und, man könnte auch sagen, zeig mir, wie du tanzt und ich zeig dir, ob du Kanzlerkandidatin werden kannst. Nein, einfach, dass sie weiß, was sie tut, dass sie, glaube ich, in ihrem Bereich Top Nummer 1 ist. Hey. Und dass sie... Dann wollen hier. Sie was trinken? Und ein Wein. Drei verschiedene Weine zur Auswahl. Drei zur Auswahl hier. Drei. Hans, wie geht's denn jetzt weiter mit dir? Let's Dance ist vorbei. Du hast gerade gesagt, du hast wahnsinnig viele Anfragen gehabt, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit jetzt auch. Was machst du jetzt? Du bist ja auch auf Social Media sehr aktiv, hast wahnsinnig viele Fans dort auch schon vorher gehabt, bist auch als Social Media Berater für große Unternehmen tätig. Ist das jetzt ein Berufsweg? Willst du Fußball weitermachen oder gibt's eine Tanzschule Hans Sapai in Zukunft? Ich gehe eigentlich wieder zurück in dem, was ich vor Let's Dance schon alles gemacht habe, was ich habe 4 Monate habe liegen lassen. Ich habe eine Sendung auf Sport1, die heißt Hans Sapai, das T steht für Coach. Bin beim WDR in Essen, habe da eine Serie, die heißt Hans im Glück, wo ich zu Menschen gehe und die mit denen über das Glück rede, die mir erzählen, was für ein Glück sie haben, was für sie Glück bedeutet. Wie du schon gesagt hast, ich bin Berater bei der Agentur Jung von Matt Sports und habe meine A-Lizenz gemacht als Trainer und trainiere Jugendliche, 14-jährige Jugendliche beim DFB-Stützpunkt. Im Internet steht, du wärst jetzt neuer Trainer beim TuS Haltern, habe ich irgendwo gelesen. Stimmt das? Ja, der TuS Haltern hätte gerne mich als Trainer gehabt, aber ich habe, wie ich schon gerade auferzählt habe, viel zu tun. Und deswegen bin ich mit meiner Sendung, Hans Sapai, das T steht für Coach, dort gewesen als Trainer für eine Woche. Und jetzt kuriert einfach im Internet, dass ich jetzt Vollzeittrainer dort bin. Aber bin ich leider nicht. Okay. Wir werden dich weitersehen im Fernsehen und auf dem Platz möglicherweise. Keine Tanzschule, habe ich vernommen. Bei uns steht auf jeden Fall, dass Hans Sapai, das K steht für toll. Ich werde demnächst auch Link, also Follower mit einem kleinen Like auf deiner Seite. Dankeschön, dass du bei uns bist. Ich danke auch.